Hallo meine Lieben und willkommen auf Herzenswunsch. Ja, ich wollte einmal die Abnehmen-Challenge schließen. Das war Abnehmen bis zum Tannenbaum und gleich eine neue eröffnen. Schlampig, was das angeht, bin ich ganz ehrlich, aber ich glaube, das gehört dazu, diese Rückschritte, die man dann tut. Und ich werde euch gleich auch nochmal sagen, was ich bis dahin abgenommen hatte, denn ich hatte mich dann extra am 24.12., also als der Tannenbaum dann stand und Weihnachten quasi anstand, hatte ich mich gewogen und das aufgeschrieben für euch. Ich habe ja sowieso da ich Weltwirtschaft mache, die App und dann halte ich ja sowieso das Gewicht fest. Deswegen habe ich hier mein schlaues Handy nochmal gezückt. Und ja, ich muss euch aber dazu erzählen, dass ich nach Weihnachten bzw. über Weihnachten 2 Kilo wieder zugenommen hatte und jetzt quasi wieder von vorne beginne und mir das durch diese ganzen Krankheitsserien, wie ihr ein bisschen bei Instagram und so verfolgt habt, ein bisschen schwerfällt. Übrigens, auch jetzt nicht wundern, ich bin hier in diesem Bereich etwas geschwollen. Ich hatte vor 2 Tagen meine Kiefer-OP. Da wurde mir hier einmal alles aufgeschnitten und eine Zyste entfernt. Und ja, falls ihr jetzt was zwischen meinen Zähnen seht, das sind Nähte. Ich habe immer noch die Nähte drin, die kommen nächste Woche erst raus. Deswegen bin ich auch so ein bisschen nuschelig. Aber ich glaube, das stört euch so rein gar nicht. Deswegen wollte ich das einmal kurz abdrehen, dann bearbeite ich das gleich und lade es heute Abend hoch. Ja, und ja, durch die ganzen Krankheitsserien ist es mir schwer gefallen, immer wieder Magen-Darm, immer wieder auf Schonkost, gar nicht so richtig reinkommen. Und durch diesen ganzen Stress, in dem ich auch im letzten Video mal geredet habe. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich wieder aufzuraffen. Und ja, wieder zu beginnen und ich habe seitdem wieder 2 Kilo drauf, also von dem Gewicht. Ich kann es euch jetzt einmal sagen, einmal mein Handy gezückt und gucken, einmal WW-App aufmachen. Also, am 24.12.2018 habe ich ganz genau von dem Beginn dieser Videoreihe 5,2 Kilo abgenommen. Das hätte ich selbst nicht gedacht, dass es dann doch so viel werden. Finde ich aber mega cool. Und mein Ziel jetzt für Ende des Jahres, also nicht bis zur nächsten Challenge, die geht nämlich nicht so lang, für Ende des Jahres ist 10 Kilo abzunehmen. Jetzt ist April. Ich glaube, das ist vielleicht doch ganz heftig, aber vielleicht auch realisierbar. Es ist erstmal mein Ziel, ob ich es erreiche, keine Ahnung. Ihr könnt mich dabei unterstützen. Und mich würde es auch interessieren, wenn ihr mögt, schreibt doch einmal rein, was ihr bei dieser Abnehmen bis zum Tannenbaum Challenge abgenommen hattet. Ich wollte eigentlich erst bis zu Ostern eine öffnen, aber bis zu Ostern ist jetzt nicht mehr weit. Das reicht vielleicht nicht, aber ich eröffne quasi jetzt heute hiermit eine neue Challenge und zwar abnehmen bis zum Blumenstrauß, denn am 12. Mai ist Muttertag und heute ist der 12. April, deswegen sind es genau 1 Monat, 4 Wochen bis zur nächsten Challenge und ich bin gespannt, was ihr abgenommen habt, könnt ihr mir mal hier reinschreiben. Und vielleicht können wir dann für die nächste Challenge abnehmen bis zum Blumenstrauß vereinbaren, dass sich jeder, egal wie viel er abgenommen hat, ob es jetzt nur 500 Gramm war, 1 Kilo war in diesem ganzen Monat, was ja auch machbar ist alles, egal wie viel er abgenommen hat, es ist ja Muttertag, aber dass wir Mütter oder auch Nicht-Mütter, unter euch sind ja noch ganz viele Kinderwunschleute, ist egal. Ja, ich finde Muttertag, fand ich als Kinderwunschfrau immer ganz schrecklich. Es ist egal, ob ihr Mutter seid oder nicht, ihr belohnt euch
für diesen Tag, egal wie viel ihr abgenommen habt, ihr kauft euch selbst ein Blümchen oder auch irgendwas anderes, egal ob ihr einen neuen Lippenstift haben wollt oder irgendwas für euer Hobby, wenn ihr näht, dann kauft ihr euch wieder was Schönes für die Nähmaschine oder was Schönes für, oder einen schönen Stoff. Egal was ihr haben möchtet, etwas Kleines oder halt ob ihr jetzt den Blumenstrauß haben möchtet, auch wenn ihr vielleicht einen bekommt, aber ihr kauft euch selbst was Tolles und belohnt euch damit. Das ist so meine Idee. Ich kaufe mir auch selbst Blümchen für die Vase. Da hinten stehen meine aktuellen, die jetzt aber auch schon ein bisschen am Verderben sind. Die stehen schon aber eine Woche. Genau. Und das ist jetzt so meine Idee. Und wenn ich das irgendwie technisch hinkriege, mache ich hier so eine kleine Umfrage rein, wie viel ihr quasi abgenommen habt. Und dann können wir für die nächste Challenge, die ich jetzt quasi öffne, abnehmen bis zum Blumenstrauß, könnt ihr jetzt quasi, ja, erstmal euer Gewicht dann dokumentieren, wer mitmachen will. Und dann machen wir eine große Auflösung. Ich werde das per Nachricht sammeln, egal ob per Facebook, ob Instagram oder hier. Und werde das, also ihr könnt mir anonym das zuschicken, beziehungsweise ich sehe eure Namen, ich veröffentliche dann aber nicht eure Namen. Sondern ich rechne das einfach zusammen. Ich addiere das einfach und dann sehen wir, wie viel Kilo wir dann alle zusammen abgenommen haben. Findet ihr das gut, die Idee? Also ich hoffe, ihr findet das gut. Und ich glaube, das gibt uns allen einen kleinen Ansporn, denn Motivation ist etwas, was ich gerade selbst brauche. Ja, also entschuldigt für Nuscheln und für Nähte zwischen den Zähnen und am Zahnfleisch und so. Genau, und ich hoffe, ihr seid mega, mega erfolgreich und wünsche euch alles Gute dabei. Und ja, ich werde jetzt aber irgendwelche Vergleichsbilder lassen, weil ich gemerkt habe, dass es dann sich doch nicht viel macht bei meinem Mega-Gewicht und bei der mega wenigen Abnahme, sondern würde die Vergleiche natürlich stehen lassen. Die Videos sind ja bei mir irgendwo gespeichert und dann werde ich quasi irgendwann mal nach, vielleicht am Jahresende dann nochmal so ein Vergleichsbild machen. Und ich lege euch ans Herz, dass ihr das auch macht, dass ihr zu Anfang vor eurer Abnahme ein Vergleichsbild macht und immer wieder zwischendurch, damit ihr einfach auch mal seht, was dabei weggekommen ist. Denn das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Seele. Ja, Anregungen, wie ihr euch motiviert, nehme ich wieder gerne in die Kommentare und dann machen wir nächstes Video wieder so ein Kommentarvideo, wo ich nochmal eure Feedbacks dazu aufnehme, eure Motivation und sage jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss!